Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Heute Morgen habe ich einen wunderbaren Bibelvers gelesen, der mich sehr inspiriert hat. Und er steht in Römer 12, Vers 12. Und da heißt es: Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Ist das nicht wunderbar? Gott erfüllt seine Zusagen. Und wir dürfen da wirklich daran festhalten. Und wir dürfen die Hoffnung darauf setzen und nicht aufgeben. Das ist so eine wunderbare Zusage. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und egal, was in deinem Leben passiert, bleib standhaft. Halte fest an Gottes Zusagen. Und weiter, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Rede mit Gott. Rede zu ihm, auch wenn dir es schlecht geht einmal oder wenn du dich nicht gut fühlst, dann rede mit ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für dich und das ist so wunderbar. Wir dürfen immer zu ihm kommen, immer mit ihm reden und immer voller Hoffnung sein, dass er seine Zusagen erfüllt. Wie schön! Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Was suchst du an Weihnachten? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Was suchst du an Weihnachten? Die einen sagen Frieden, Ruhe, Geborgenheit, Freizeit, endlich Urlaub. Ja, Zeit mit der Familie, das perfekte Geschenk. Ist das das, was du an Weihnachten suchst? Die Hirten, die Weisen und die Engel haben an Weihnachten dort in Bethlehem, sie haben den Retter gesucht. In Matthäus 7, Vers 7 steht der bekannte Vers, suchet, so werdet ihr finden. Da ist es wichtig zu wissen, was wir suchen. Ich sage dir, ganz besonders in dieser Zeit, suche den Retter. Es erinnert uns an den Retter, der für uns vor vielen Jahren auf diese Erde gekommen ist, der nicht nur an Weihnachten der Retter ist, sondern für dein ganzes Leben. Du hast die Wahl und so viele interessante Angebote gibt es, wo wir suchen können. Wir suchen im Internet nach verschiedenen Dingen und finden auch das meiste. Aber suchst du wirklich die Nähe zu Gott? Suchst du die Nähe zu deinem Freund, mit dem du in Verbindung sein kannst? Es wird so viel präsentiert, was so gigantisch groß und das Beste ist, was du haben solltest und was unbedingt du brauchst. Ich sag dir, in Wirklichkeit brauchst du wirklich die Nähe Gottes, die Nähe des Erlösers von Jesus Christus. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass bei all den schönen Dingen, die wir in Weihnachten suchen und erleben können und all die angenehmen Dinge, die wir erleben. Danke, Herr, lass uns wirklich in erster Linie dich suchen, denn du lässt dich finden, Herr. Auch in diesen Situationen, Herr, wenn so manches Geschenk vielleicht enttäuscht oder die Weihnachtsfeier nicht so wurde oder die Gans nicht so schön wurde und gut war und was auch immer, all die Enttäuschungen. Herr, lass uns das beiseite legen und lass uns dich suchen. Und lass uns in dir Ruhe und Frieden finden. Danke, Herr. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Meine Schwiegermutter hat seit Jahren Schmerzen. Die Ärzte können die Ursache nicht finden. Sie wird nur noch mit Schmerzmittel behandelt. Bitte betet mit mir, dass meine Schwiegermutter keine Schmerzen mehr hat und mit der Heilung Gott kennenlernt. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Schwiegermutter kennst. Und ich danke dir auch, dass du die Ursache der Schmerzen kennst, die sie hat. Wenn es auch niemand weiß, aber du weißt es. Und wir danken dir, dass du diese Ursache behebst. Und wir binden diese Schmerzen im Namen Jesu, durch das Blut Jesu, dass sie aufhören, dass sie entmachtet sind und keine Wirkung mehr haben. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du der Herr bist, auch über dieser Schwiegermutter. Und ich danke dir, dass du ihr begegnest, dass sie wirklich dich kennenlernt und weiß und erfahren darf, dass du ein realer Gott bist. Danke, Jesus, dass du ihr begegnest und zu ihrem Herzen redest. Danke. Amen. Amen.
Und das nächste ist ein Gebetsanliegen für eine neue Wohnung. Liebes Missionswerkteam, ich möchte Sie bitten, für meine Schwester zu beten. Ihr Vermieter hat Ihnen heute mitgeteilt, dass Sie Eigenbedarf anmelden und Sie schon in 8 Wochen ausziehen müssen. Sie haben auch ein kleines Baby. Bitte beten Sie, dass Sie schnell eine neue Wohnung finden. Danke. Jesus, und du kennst auch diese Not der Wohnungssuche und dieser Schreck, jetzt raus zu müssen aus der alten Wohnung. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist, auch über dieser Familie, dass du einen wunderbaren Platz für sie hast, eine wunderbare Wohnung. Und ich danke dir, dass du sie führst und leitest und dass du Türen auftust und dass sie wirklich erkennen dürfen, dass du ihr Herr bist und dass du sie führst und dass sie wirklich in dir geborgen sein dürfen und dass sie auch jede Angst verlieren. Danke, Jesus, dass du ihnen ganz nahe bist und dass du auch eine neue Wohnung für sie hast. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und gerne beten wir auch für folgendes Anliegen. Liebes Missionswerk, beten Sie bitte für mich, dass die lästigen Hämorrhoiden bei mir am Darmausgang wieder weggehen. Vielen lieben Dank. Und Daniel betet dafür. Ich danke dir dafür, dass du auch der Herr bist über diesem Anliegen mit Hämorrhoiden, und ich danke dir dafür. Du bist der Herr, der die Wunder tut, und Herr, berühre das auch und lass es weggehen, Herr. Ich danke dir dafür, dass ich in deinem Namen Jesu bitten darf. Amen. Amen. Und eine ganze Familie ist Corona infiziert. Über Chat bat ich für meine Tochter um Gebet. Sie ist Corona infiziert. Jetzt ist mein Schwiegersohn und Enkelsohn auch positiv. Schwiegersohn hat Druck auf Brust und Herzrasen. Tochter ist geschwächt und hat Asthma-Probleme. Bitte auch um Bewahrung von Spätfolgen. Vielen Dank. Und gerade erfahren wir die anderen Enkel auch positiv. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, danke, Herr. Herr, du kennst die ganze Situation, Herr, mit Corona und die Leute, die betroffen sind, die schwer krank sind, die Angst haben und so weiter. Und ich danke dir dafür, komme du mit einer Ruhe hinein, Herr, mit einer Heilungskraft, mit einem Frieden hinein. Und ich danke dir dafür, dass wirklich keine Spätfolgen bleiben, Herr, dass wir deinen Schutz ausrufen dürfen in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und da haben wir wieder viele Gebetserhörungen. Und per WhatsApp berichtet uns jemand: Hallo ihr Lieben, ich möchte mich ganz herzlich für die Gebetsunterstützung bedanken. Am 12. Juni bat ich um ein Gebet für meine Schwester, die unter Depression leidet. Es geht ihr jetzt besser. Sie kann wieder essen, hat Kraft und kann wieder arbeiten und hat auch wieder Freude am Leben. Gott hört Gebete. Und das ist wirklich wahr. Und jemand schreibt uns: Gott sei Dank, die Darmspiegelung ging gut, keine Verengung, keine Entzündung und keine Polypen. Gott ist so gut. Eine Gebetserhörung für eine Schwester und Schwager. Liebe Freunde, ich habe um Gebet für meine Schwester gebeten, dass ihre Haare wieder in voller Pracht wachsen und dass ihr Ehemann an der Lunge wieder vollkommen gesund ist. Dank sei Gott, er hat das Anliegen erhört. Meine Schwester hat wieder Freude an ihren Haaren und ihr Ehemann ist geheilt. Vielen herzlichen Dank euch und danke, Jesus. Das ist wirklich ein Dank wert. Und bei der nächsten Gebetserhörung geht es um eine Fahrprüfung. Ich bat euch vor geraumer Zeit um Gebetsunterstützung für unsere Schwiegertochter. Sie nahm Fahrstunden und wurde immer unsicherer und ängstlicher. Sie wechselte den Fahrlehrer und sofort ging es ihr leichter und sie bekam viel Freude am Autofahren. Sie hat die Fahrprüfung bestanden, einen guten Job bekommen und sogar einen eigenen Dienstwagen. Das ist ein Wunder in meinen Augen, weil ich die Situation vorher kannte. Danke für eure Gebete und danke dem Herrn. Ja, und der Herr gibt noch einen Dienstwagen obendrauf. Wie schön. Ja, wie vielfältig waren diese Gebetserhörungen wieder. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute der Tipp des Tages. Überlegen dir mal, was suchst du wirklich an Weihnachten?
noch die letzten Geschenke oder suchst du wirklich was für dein Herzen? Mach dir ein paar Minuten Gedanken, es lohnt sich. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen oder per Telefon bis 13 Uhr heute. Ich möchte dich jetzt schon für Sonntag einladen, da haben wir unseren Festgottesdienst. Da muss man sich jetzt an diesem Sonntag registrieren auf unserer Webseite, weil wir mehrere Leute erwarten und wir nur eine bestimmte Anzahl in die Kathedrale reinlassen dürfen. Wir haben einen Festgottesdienst mit einem wunderbaren Programm und das solltest du wirklich miterleben. Natürlich gibt es YouTube und Livestream, aber wenn du vorbeikommst, wird es auch noch ein Geschenk geben, das wir nicht verschicken werden. Alles, alles Gute und macht wirklich die Reservierung übers Internet. Und für heute verabschieden wir uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.